Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Es geht los, wir fangen gleich mal an, einen rauszuschmeißen und das ist unser guter Tjalf. Den brauchen wir nämlich nicht. Wir nehmen dafür jemanden rein, der uns den Transversalis-Zauber sprechen kann. Wofür wir den später brauchen, das werden wir sehen. Rassia kommt mit. Die Steigerung lassen wir nicht vom Computer ausführen, die machen wir von Hand. Alle Eingaben von Hand, Mut, Klugheit, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Intuition und Körperkraft spielen eine große Rolle. Von daher werden wir versuchen, das alles zu steigern. Fingerfertigkeit ist natürlich ganz wichtig, um die Zauber zu sprechen, um einen Bogen bedienen zu können, was sie ja nun nicht tut. Aberglaube, Höhenangst, Raumangst, Goldgier, Totenangst, Neugier und Jähzorn. Das sind die schlechten Eigenschaften, die müssen natürlich gesunken werden. Die werden wir senken. Gott, oh Gott. Raumangst geht runter. Nein, geht sie nicht. Und wir haben 4 Punkte, die wir nun verteilen können. Davon gehen alle 4 auf Astralenergie, wenn wir nicht sagen, dass zum Beispiel 2 Stück auf Lebensenergie gehen sollen. Also machen wir das. 2 auf Lebensenergie, 2 auf Astralenergie. Wunderbar. Nächste Stufe machen wir ebenfalls von Hand. Intuition geht hoch. Totenangst soll runter. Funktioniert nicht. 4 Punkte für beides. Und die nächste Stufe. Das Ganze machen wir so lange, bis sie, ich glaube, Stufe 6 ist, denn wir haben ja im Prinzip schon 2 Teile abgeschlossen. Und zwar Schicksalsklinge und Sternenschweif, die ich beide noch nicht gespielt habe, wie man vielleicht im ersten Part mitbekommen hat. Aber ich würde sie gerne mal spielen. Eventuell gibt es die Möglichkeit, an die alten Games noch ranzukommen. Ich war neulich beim Mediamarkt, habe sie leider nicht bekommen. Fingerfertigkeit noch einmal hoch. Raumangst geht runter, ist gelungen. Und wieder 3 und 3. Alle Eingaben von Hand. Wichtig sind auf jeden Fall Gewandtheit, Intuition und Körperkraft. Die 3 zählen zu jeweils einem dritten, nachher zum ATPA-Basiswert. Was das bedeutet, gucken wir auch gleich nochmal. Bevor wir das ganze Spiel beginnen, machen wir noch einmal die Klugheit. Die braucht sie auf jeden Fall als Magierin. Sie wird sich um einiges kümmern bei uns. Raumangst, nein, ist nicht runtergegangen. 3 Punkte auf Leben, 4 auf Astral und damit sind wir fertig. Wir verlassen das ganze Menü, obwohl man hier natürlich noch neue Helden erstellen kann. Man kann sagen, man möchte einen Waldelf haben, einen Firnelf, einen Auelf oder eben auch Magier, Hexen, alles was es so gibt. Sprechen wir erstmal mit der Geweihten. Wir sind gerade in Riva angekommen mit unserer 6er-Gruppe, haha. Und mal sehen, was sie uns so zu sagen hat. Erlaubt mir, das Wort an euch zu richten, tapfere Recken. Wie ihr vielleicht gehört habt, breitet sich die Angst vor einem Angriff der Orken in der Stadt aus. Viele aufrechte Bürger der Stadt benehmen sich seit geraumer Zeit seltsam. Es wird viel geredet, doch nichts wird unternommen. Seit einigen Jahrzehnten lebt im Norden der Stadt eine Sippe der Hohlberker, halb Elf, halb Ork. Die Hohlberker werden in der Stadt nur geduldet, weil sie gute Kontakte zu den Orks haben. Aber andererseits glauben viele Bürger, dass die Hohlberker die Drahtzieher des Orkenaufstands sind. Möglicherweise ist es den Hohlberkern auch gelungen, einige Bürger Rivas unter ihre Kontrolle zu zwingen. Könntet ihr als Fremde euch nicht ein wenig in der Stadt umhören? Ja, das wollen wir gerne tun. Könnt ihr uns noch ein paar Fragen beantworten? Selbstverständlich, was wollt ihr denn wissen? Riva, gab es in letzter Zeit noch irgendetwas Ungewöhnliches in Riva? Im Firun-Tempel, leicht östlich der Brücke über den Quill, haben die Geweihten Probleme. Auf dem Friedhof soll es seit neuestem spuken. Okay, zu den Orks. Wir glauben noch nicht so recht an die Verschwörung zwischen Holberkern und Orks. Ach, wenn ich es doch nur selbst glauben könnte. Alle reden davon und vieles deutet darauf hin. Wenn ihr nur herausfinden könntet, was in dieser Stadt wirklich los ist. Das wollen wir tun. Holberker. Wisst ihr noch etwas mehr über die Holberker? Keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Travia, euer Haus ist rege besucht.
Ja, wer ohne Obdach oder Nahrung ist, findet im Haus der Göttin, was er benötigt. Riva ist eine große Stadt, da gibt es auch viele Bedürftige. Das glauben wir vor allem, wenn wir an die Leute denken, die hier Riva bewohnen. Wir beenden das Gespräch. Travia sei mit euch, sagt Elijah Kabeck. Travia, eine tolle Göttin, ich glaube die Göttin der... Ja, ich wollte gerade sagen, der Touristik, nein, der Obdachlosen, irgendwie so. Egal. Viele wissen wahrscheinlich schon, dass ich diese Folge hier zum zweiten Mal aufnehme. Es liegt daran, dass meine Tonqualität so dermaßen für den Hintern war, dass man wirklich gedacht hat, ich hätte mir das Mikrofon in den Hintern geschoben. Nein, es war einfach zu leise, man hat nichts gehört. Deshalb gucken wir uns das ganze Schauspiel noch einmal an. Zurück noch einmal zu den RTPA-Basiswerten, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn wir noch einmal hier gucken, wir können auf verschiedene Aspekte zugreifen, zum Beispiel den Attacke- und Paradewert. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Aber von Haben mit Schwertern sehr gut umgehen kann, aber wenig parieren. Das ist bei Hiebwaffen wieder besser. Momentan ist es 9 und 6. Das liegt eigentlich nicht daran, dass sie eine Axt trägt. Sie trägt einen Zweihänder. Damit müsste sie 11 und 9 haben, aber das Kettenhemd, wenn wir uns das mal, wenn wir das anklicken und dann aufs Auge gehen, genauer anschauen, dann bekommt sie nicht nur einen Rüstungsschutz, sondern auch eine Behinderung des ATPA-Basiswertes von minus 2 jeweils. Schade drum, aber das Kettenhemd wird uns noch gute Dienste leisten. Warum, werden wir in den folgenden Parts garantiert sehen. Wir bewegen uns jetzt einfach mal so, wie uns die Geweihte geheißen hat, auf den nächsten Tempel zu. Und zwar den Firun-Tempel. Der Gott des Winters und der Jagd. Und auch dort wartet die Geweihte schon darauf, dass wir eintreffen. Ja, es sieht im Prinzip vom Spielsystem viel besser aus als in den ersten Teilen. Es hat sich einiges verändert. Es sind ja auch Jahre ins Land gegangen, bevor dieses Spiel entworfen wurde. Und Schicksalsklinge noch mit der sehr, ich würde sagen, klobigen Ansicht, bis dann irgendwann Sternenschweif kam und man wieder halbwegs hin und her schunkeln konnte durch die Stadt. Hier hat das Schunkeln aufgehört, es ist recht flüssig. Und wenn Fraps nicht alles so behindern würde, dann würde das sogar noch besser laufen. Auf geht's, rein in den Tempel. Dauert ein wenig, bis er es geladen hat. Liegt auch an Fraps. Und dann reden wir gleich mal mit der Firun-Tempel-Geweihten. Firun zum Gruße. Firun zum Gruße. Elijah Kabeck schickt uns zu euch. Erfreut blickt euch die Geweihte entgegen. Sie hat euch sicher von den Untoten auf dem Boronsacker erzählt. Die Geweihte wirkt schon wesentlich weniger erfreut, als sie eure Verwirrung bemerkt. Nein, das hat sie wohl nicht, aber ihr könnt das Versäumnis gerne aufholen. Seit einigen Wochen spukt es auf dem Boronsacker. Der Boronsdiener wurde sogar schon von Untoten angegriffen. Natürlich passieren derartige Dinge nur, wenn die Garde den Friedhof gerade mal nicht überwacht. Boronsdiener? Eboreus Astena, der Totengräber, ist es nicht gewohnt, dass seine Kunden irgendwann wieder auftauchen, geschweige denn ihn angreifen. Er ließ sich trotz allem nicht dazu bewegen, seine Hütte auf dem Friedhof zu verlassen und zwischenzeitlich in eine Herberge zu wohnen. Obwohl die Stadtverwaltung die Kosten übernommen hätte. Falls ihr euch der Sache annehmen möchtet, sagt Eboreus einfach, dass ich euch geschickt hätte. Außerdem könnt ihr in der Stadt bei Thorgrim, dem Starken, vorbeischauen. Der Zwerg wohnt etwas südlich des Marktplatzes. Er wollte sich der Sache schon alleine annehmen und ich konnte nur mit Mühe ihn davon abhalten. Erzählt uns noch etwas über Riva. Im Süden außerhalb der Stadt soll es in einem Turm ein Magier leben. Der seltsame Experimente betreibt. Vermutlich wohnt er deshalb auch vor der Stadt. Man würde ihn hier wohl kaum dulden. Bei den Experimenten, die er treibt, ist das auch klar. Die werden wir auch noch kennenlernen. Zu den Orks. Wisst ihr etwas über die Rolle, die die Heuberker bei dem Orkaufstand spielen? Seitdem die Orks die Städte des Welttals überfallen haben, hat sich die Haltung der Stadtbewohner gegenüber den Heuberkern deutlich verschlechtert. Die Heuberker dagegen haben sich überhaupt nicht verändert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei dem Orkaufstand eine Rolle spielen. Okay, zu den Heuberkern weiß sie dann natürlich nicht mehr. Wie sieht's aus mit Firun? Erzählt uns von Firun. Hier im Norden des Landes wird der Weiße Jäger stärker verehrt als in anderen Regionen Aventuriens. Nur wenige Geweihte sind in Tempeln zu finden, die meisten messen sich im Wettstreit mit den Kräften der Natur. Schön. Wie ist eure Haltung gegenüber Ithirn? Wo Firun mit kalter Wut tobt,
könnten die Menschen noch auf die milde Gerechtigkeit seiner Tochter hoffen. Denn Ephern ist voller Gnade für die Menschen. Ich schätze mal, Ephern ist einer der Halbgötter. Ich muss mich nun wieder meinen Angelegenheiten zuwenden. Gute Jagd noch allerseits. Es gibt natürlich nicht nur die zwölf Götter, sagt man auch, das sind richtig Götter, zwölf, die man anbeten kann, sondern eben auch die Halbgötter. Auch einer hiervon ist auf dem Boronsacker zu verehren, nämlich Marbo. Wie Marbo und was Marbo für eine Rolle spielt, das werden wir nicht erfahren. Nein, ich kenne ja die restlichen Parts, aber es kann gerne mal einer in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. So, herzlich willkommen auf dem Friedhof, die Stimmung ist dementsprechend schön. Und es ist wunderschön angelegt hier. Hier wurde sich Mühe gegeben beim Aufbau. Sehr schön. Was haben wir hier Schönes? Der Eingang zur Gruft wird von einem massiven Gitter versperrt. Wollt ihr das Gitter öffnen? Nun, wir können es eigentlich nicht schaffen. Nicht mit den Werkzeugen, die wir dabei haben. Und auch so wird es niemand schaffen. Warum, das werden wir gleich sehen. Ja, Sinder fummelt geraume Zeit an dem Schloss herum, bis sie endlich aufgibt und die Dietriche wieder einpackt. Das Schloss kann keiner knacken, meint sie niedergeschlagen. Dorin betrachtet zuerst die Brechstange, dann die Gitterstäbe, die mindestens den doppelten Umfang haben. Ein metallisches Klingen ertönt, als er mit der Brechstange leicht gegen einen der Stäbe schlägt. Gehärtet, kommentiert er lakonisch und packt die Brechstange wieder ein. Rasher baut sich vor dem Gitter auf und fängt an, mit den Fingern in der Luft herumzufuchteln. Dabei murmelt sie leise einige Worte. Das Gitter lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken und bleibt zu. Rasher starrt finster auf das Gitter, dann stellt sie sich nochmals in Pose. Wenige Minuten später gibt sie auf. Die Gruft ist magisch versiegelt, ich kann das Siegel nicht lösen. Melina entdeckt hinter einem Pflanzenvorhang eine halb verwitterte, moosbewachsene Schrifttafel aus Stein. Vorsichtig zupft sie das Moos von den Schriftzeichen. Phelamia, buchstabiert Melina mühsam. Kaldrin gibt einen leisen Pfiff von sich. Als er ihn daraufhin alle anstarrt, wird er etwas verlegen, fängt sich aber sogleich wieder. Hier ruht ein Elfenvampir, verkündet er schließlich. Deshalb ist die Gruft auch verschlossen. Ah, also wir sehen, es wird noch richtig spannend. Ein Elfenvampir, ob der wohl noch lebt? Gucken wir erstmal zum Totengräber, der wohnt in diesem wunderschönen kleinen Häuschen hier und sagen Hallo. Ja. Die Geweihte hat uns gebeten, uns ein wenig umzusehen, wegen der Untoten, die euch begegnet sind. Ach ja, die Untoten. Nun, es ist schon geraume Zeit her und es wurden seither keine mehr gesehen. Aber schaut euch nur um. Schaden kann es nicht. Achtet aber darauf, den Frieden dieses geweihten Ortes nicht zu stören. Der Boronsdiener wendet sich abrupt ab. Vermutlich passt es ihm nicht, dass sich Fremde in seine Angelegenheiten einmischen. Na gut, ich mag es auch nicht, wenn jeder es besser weiß und ankommt und unbedingt meine Probleme lösen möchte. Ja, dieser Friedhof hat einige Gräber. Nicht alle kann man anklicken, ein paar schon. Wir versuchen es erstmal mit diesem hier. Melina untersucht mit entnervender Bedächtigkeit den Grabhügel von allen Seiten. Dann kniet sie nieder, nimmt vorsichtig etwas Erde auf und zerbröselt sie noch bedächtiger zwischen den Fingern. Endlich richtet sie sich wieder auf und dreht sich zu euch um. Das Grab ist unversehrt. Ja, das interessiert mich jetzt weniger, aber wir gucken mal in die Mitte. Melina kniet am Grabhügel nieder, nimmt einen Erdbrocken in die Hand und zerbröselt ihn zwischen den Fingern. Zuckt zusammen, nimmt dann noch einen Klumpen und wiederholt das Spiel. Melina atmet einmal tief durch. Dann steht sie auf und blickt euch ernst an. Das Grab müsste genauso alt sein wie die beiden anderen, meint sie mit einem langen Blick auf die Nachbargräber. Doch dafür ist die Erde viel zu locker. Die Erde ist so locker, dass sie sich auch ohne Werkzeuge beiseite schaffen lässt. Bald schon seht ihr aus wie die Gruftassel. Geschickt legt der Sinder einige Holzplanken frei, die sich problemlos entfernen lassen. Darunter kommt eine dunkle Öffnung zum Vorschein, aus der eine Leiter hervorragt. Wollt ihr hinabsteigen? Nein, noch nicht. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Hier wollte ich eigentlich was anderes erreichen. Wir klicken es nochmal an. Das ist das Grab eines Zwergs, ruft Durin erstaunt aus und deutet dabei auf die gewaltige Streitaxt, die auf dem Grabhügel liegt. Die Axt ist ja schon halb von Unkraut verwuchert, wundert sich aber von Haben. Sonst nehmen die Zwerge doch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, da haben sie recht. In Erinnerung an die Zwergenmine. Melina schiebt Durin zur Seite, als er den Grabhügel betrachten möchte.
Das ist ungewöhnlich, meint sie und starrt die Pflanze an. Der schwarze Lotus dürfte eigentlich nur in Sumpfgebieten gedeihen. Eine stark verwitterte Marmortafel trägt eine eingemeißelte Inschrift, von denen noch einige Worte zu erkennen sind. In Gedenken an Opfer der Schreckensnacht, Jägern der Magier, Tapfer im Kampf, Mächte der Finsternis. Auch das hat eine tiefsinnige Bedeutung und die werden wir kennenlernen. Oh Gott, ist das schön, ist das spannend. Ich kenn's ja nur, ich hab's ja vor kurzem durchgespielt und von daher freut euch auf so einiges. Hier ist der Opferstock von Mabo, den werden wir nicht näher untersuchen. Eigentlich müsste man ihr was opfern, um sich bei allen Göttern sozusagen einzuschleimen. Hier ist noch ein Opferstock von Boron, dem toten Gott, den sollte man nicht erzürnen. Den werden wir aber später kennenlernen. Auf geht's in dieses Häuschen hier. Kaum habt ihr euch am Schloss zu schaffen gemacht, steht auch schon der Boronsdiener neben euch. Was macht ihr da? Ich hab euch geheißen, nichts anzufassen. Es kostet euch einige Mühe, dem Boronsdiener klarzumachen, dass ihr das Beinhaus von innen sehen müsst. Doch schließlich erklärt er sich bereit, die halb verrottete Tür aufzuschließen. Eboreus zieht einen Schlüssel aus der Tasche und öffnet damit die Türe. Einen Augenblick steht er starr, dann dreht er sich mit einem lauten Aufschrei um und rennt davon. Dafür, dass er täglich mit Toten umgeht, hat er ganz schön Angst vor den Knochengerippen, die gerade mit steifem Schritt auf euch zukommen. Ja, wir sind in unserem ersten Kampf. Hier werden wir auch gleich mal sehen, was das für ein Spielprinzip ist. Im Prinzip ist es wie beim Schach. Es ist rundenbasiert. Wir haben ganz viele Felder, die wir betreten können. Hier oben sehen wir die Bewegungsanzahl, Bewegungspunkte, BP. 8 haben wir davon. 3 braucht man zum Angreifen, 5 zum Zaubern. Das ist jetzt ein wenig dunkel hinterlegt, weil Aber von Haben nicht zaubern kann. Das werden wir gleich noch bei Kaldrin, Melina und Rassia sehen. Aber jetzt greifen wir erstmal an. Wir stehen ja direkt bei einem Gerippe, brauchen uns also nicht noch 5 Punkte zu bewegen, also 5 Schritte. Machen wir es einfach mal. Und wir haben ihn auch gleich verletzt. Kaldrin wird seinen ersten Zauber sprechen. Zaubern, Kampf, das sind die ganzen Kampfzauber. Man kann das Gerippe auch natürlich auch blenden, damit es nicht mehr laufen und angreifen kann. Man kann einen Dämon rufen mit Furor Blut, aber was für einen, das werden wir später noch kennenlernen. Jetzt machen wir erstmal einen Ignifaxius, das ist die Feuerlanze. Damit auf das Gerippe. Und es schreit wie am Spieß. So, sie ist jetzt ein paar Schritte gelaufen, hat also noch 3 Bewegungspunkte übrig und kann damit einmal angreifen. Auch Durin bewegt sich zu einem der Gerippe hin, und zwar zu dem, der vorne bei Melina steht. Melina ist nämlich mit Pfeil und Bogen ausgestattet und wird sich etwas wegbewegen, um auch schießen zu können. Das kann sie nicht, während sie in der Nähe steht, und schießt einfach mal auf das Gerippe. So, die gute Rassia kann ja mal Melina unterstützen mit Zaubern. Kampf, diesmal ein Fulmen Fulminictus. Angriff aber auf den, ja, auf das Gerippenhauptmännchen. Fulmen auf das nächste Gerippe. Ja, Sinder kann weiter angreifen. Zaubern, Kampf, Ignifaxius auf dieses Gerippe. Denn unsere Magier haben keine gute Verteidigung. Es wäre schade, wenn die durch die Gerippe so sehr verwundet werden würden. Auch Melina kann zaubern als Elfe. Zwar nicht so energische und kraftvolle Zauber wie den Ignifaxius, aber immerhin ein Fulminictus. Sehr schön. Also man sieht, jetzt ist jeder einmal dran gewesen, auch die Gerippe schlagen zu. Zaubern, Kampf, Fulmen, unten auf den Hauptmann, auf den Skelettkrieger und ein Angriff noch. Und dann müsste der bald down sein. Er hält einiges aus. Ja. So, für den Rest kann man natürlich einen Computerkampf einschalten. Das machen wir einfach mal. Computerkampf entweder nur für diesen Helden oder die ganze Gruppe. Oder man lässt den Kampf berechnen. Das ist die schnellste Art. Dann sieht man nämlich dem Kampf nicht zu. Dann tanzen einfach 2 Püppchen die ganze Zeit. Das machen wir aber, ich glaube, im nächsten oder übernächsten Part. Also machen wir jetzt Kampf für die ganze Gruppe.
Und da können wir einstellen, dass zum Beispiel Aber von Haben im Nahkampf bleibt, der Sinda im Nahkampf, Durin kann auch im Nahkampf bleiben, Rassia ist unsere Magierin, da möchte ich nicht, dass sie kämpft, Kaldrin auch nicht und Melina hat Pfeil und Bogen, sie braucht es auch nicht. Dafür dürfen aber alle drei zaubern, wenn man es nicht möchte, kann man natürlich auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass du zauberst. Weiter geht's. Und alle haben sie geschrien wie am Spieß, aber wir haben sie besiegt. Wir haben die ersten vier Schwerter bekommen. Die können wir wunderbar mitnehmen und verkaufen. Zack. Wir schließen das Inventar. Und ja, damit haben wir den ersten Teil hier geschafft. Und dann können wir jetzt auch ins Grab schauen. Wir gucken nochmal ganz kurz. Denn eins wollte ich euch noch zeigen. Unsere Rassia, da kann man eben auch gucken, was die für Zauberwerte haben. Bei Rassia ist es alles ziemlich niedrig. Sie hat überall Minus stehen, Minus, Minus, außer bei Balsam. Sie kann richtig gut heilen, die Leute. Bewegung hat sie dafür. Darauf hat sie sich spezialisiert und deshalb ist Transversalis ziemlich weit oben vor Rahmen, um eben ein Schloss zu öffnen, Motorikus, um etwas aufzuheben und herzuholen. Und wie sieht's aus bei den weiteren Zaubern? Ja, im Kampf hat sie auch einiges im Plus. Nur schade, dass ihr der Rest alles so fehlt. Wenn wir auf den nächsten Zauberer gucken, das ist der Kaldrin. Der hat sich auf Kampf spezialisiert und deswegen sind die Werte hier sehr, sehr hoch. Außer Radau, das ist für die Hexen. Die können dann mit ihrem Besen ein wenig rumfuchteln. Und jetzt gehen wir erstmal nochmal ganz kurz raus aus dem Boronsacker und lernen unsere erste Herberge kennen. Ach, das ist schön. Da können wir uns gleich mal schlafen legen, denn beim Schlafen regenerieren wir einiges an Lebenspunkten. Deswegen haben wir den grünen Balken und einiges an Astralpunkten. Das ist der rote. Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen einen Schlafsaal, das ist übrigens das günstige, können wir gleich nochmal gucken. 5 Heller pro Person Einzelzimmer kostet 3 Silberstücke und einen Heller. Und eine Suite kostet eine Dukate. Keine Silberstücke und 6 Heller pro Person, also 106 Heller. Ja, da haben wir gleich mal die Währung kennengelernt. Ein Schlafsaal für einen Tag reicht vollkommen. Und es reicht auch, dass wir 18 Stunden schlafen. Sehr schön, wir können noch ein bisschen was essen. Und ich habe natürlich vergessen, dass wir ja alles erholen wollten. 3 Tage. Alle 72 Stunden durchschlafen und schon steigt unser Charisma dafür, dass wir hier wunderbar übernachtet haben. Zack, alles ist wieder voll. Ihr seht, die Magie ist auf dem Höchstpunkt. Und jetzt gehen wir zurück in den Totenacker. Ja, übrigens mit der Shift-Taste kann man laufen. Deswegen war ich jetzt eben so schnell unterwegs. Zack, wir wollen den Boronsacker betreten. Und herausfinden, was es mit den Untoten auf sich hat, die hier unten rauskommen. Wollt ihr da wirklich runter? Fragt Melina mit ängstlicher Stimme. Ja. Hui, ist aber dunkel. Deswegen lassen wir einfach mal Kaldrin einen Veränderung Flimflam Funkel sprechen. So sehe ich das auch. Damit beenden wir den ersten Part. Das war er das letzte Mal auch an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke vielmals und freue mich, wenn ihr den Rest auch noch seht. Bis bald!